ein Aquarium selber bauen und das aus Acrylglas. Wie du das machen kannst, das zeige ich dir heute in diesem Video. Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sebastian und ich möchte heute mit dir ein Aquarium bauen aus Acrylglas. Und gibt es eine kleine Vorgeschichte, das Video werde ich dir mal hier oben im Eck verlinken. Und ich muss dazu sagen, ich baue das zum ersten Mal. Ich habe jetzt mir hier schon aus Acrylglas so ein paar Muster gemacht. Es gibt so einen Acrylglaskleber, den habe ich von meinem Sponsoringpartner zugeschickt bekommen. Und das Ganze, der Kleber hält unter UV-Licht, härtet der aus und es ist eine schmierige Angelegenheit. Also ich habe hier ganz schön, ist das Zeug daneben gegangen, umgekippt und so weiter und so fort. Und das sollte natürlich für ein Aquarium, ist das kein Ausgangspunkt, wenn es dann am Ende so ausschaut. Dann habe ich nochmal drei Punkte zusammengesetzt und das hält wirklich bombenfest. Das Acrylglas habe ich über Plattenzuschnitt 24 bezogen. Darüber gibt es auch einen Rabattcode, den findest du unten in der Videobeschreibung. Sowie dort findest du auch Plattenmaterialien, Sperrholz, Spanplatte, Dekorplatten, HPL-Platten, Acrylglas in allen dicken Beschichten bzw. satiniert, Zylinderform und so weiter und so fort. Schau mal vorbei. Wie gesagt, einen Rabattcode findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wichtigster Ausgangspunkt, ich ziehe jetzt erstmal die Schutzfolie alles von einer Seite ab und wichtig ist jetzt hierbei, dass wir staubfrei und fettfrei arbeiten. Das heißt, zieht euch solche Latexhandschuhe oder Einweghandschuhe an. Ich habe natürlich jetzt keinen Kompressor zur Verfügung, um das ganze Staubzeug zu kriegen, aber so ein bisschen Staub ist schon immer ein bisschen in der Luft und dafür gibt es hier dieses Druckluftspray. Das werde ich jetzt verwenden. Ein bisschen Tape, ich habe ein paar Klemmzwingen, wie gesagt der Kleber. Danach gibt es halt nochmal ein Silikon zum Abdichten. Wir werden aber auch nochmal testen, ob das Ganze auch so dicht ist. Und natürlich ganz, ganz wichtig ist ein 90-Grad-Winkel. Ne? So, ich ziehe jetzt weiter ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Kanten sind jetzt poliert. Die gibt es aber auch gelasert bei Plattenzuschnitt 24. Staub lässt sich natürlich nicht vermeiden. Wenn man Folie abzieht, das lädt sich ja statisch auf. Ich werde das jetzt mal ein bisschen abpusten, mit der Hoffnung, dass nichts übrig bleibt. Und hier drinnen befindet sich die Schutzfolie. Ja, das ist einfach nur das Gas. So, wenn die Kanten bei euch dreckig sein sollten, ne, dann nehmt ihr einfach, ich glaube, Reinigungsbenzin. Testet das vielleicht vorher mal ein kleines Stück, was übrig ist. Nicht, dass ihr dann das Acrylglas angreift. Ne? Und jetzt mache ich das nämlich so, dass ich mir die Platte hinstelle. Das ist ungefähr einen Zentimeter dick hier. Das heißt, wie ihr seht, steht das ziemlich gut. Und ich habe halt beim Teststück festgestellt, dass man gar nicht so viel von diesem Kleber braucht. Weniger ist wirklich hier in der Tat mehr. Müssen wir natürlich gucken, hier ist die Folie. Vielleicht sollte man sich da auch ein X drauf machen. Und dann tragt es einfach mittig auf und nimmt einfach den Finger als Hilfe, damit ihr nicht abrutscht. Weil wenn ihr abrutscht und der Kleber jetzt hier auf die gute Fläche kommt, ja, dann habt ihr euch quasi das Becken versaut. Man möchte ja wirklich eine nahtlose Naht haben oder Klebestelle. Dann drehen wir uns das Ganze mal um. Wie gesagt, ich mache es heute zum ersten Mal. So. Es ist links und rechts bündig. Ich muss sagen, der Kleber, der stinkt wirklich extrem. Ihr könnt das Ganze noch korrigieren. Also man braucht UV-Licht, sprich Sonnenlicht oder eine UV-Lampe. Und ich habe natürlich jetzt, ja, ist ein bisschen Kleber rausgekommen. Und ich habe natürlich gleich die Kante versaut. Ne? Also die Kante ist gleich matt geworden. Na gut, sieht man vielleicht nicht. So, jetzt habe ich den ersten. Gucke mal, ob das im 90-Grad-Winkel ist, aber normalerweise schon. Ja, perfekt.
Jetzt habe ich das Ganze so konstruiert, dass ich die zweite Seite nehme und die dann hier hinstelle, damit das Ganze ja im rechtwinkligen Winkel ist und damit sich das Ganze so ein bisschen alleine hält. Wenn ihr ein bisschen rüberwischt oder beziehungsweise das Zeug an den Fingern habt, es geht halt ganz schnell, dann hat man das Ganze versaut. Ne? Also das ist wirklich nicht so einfach. Vielleicht geht man mit dem Kleber nur bis zum Rand hin und also lässt einen Zentimeter vom Rand ungefähr weg, weil der quillt ja auch noch raus. So, zack. Ja, und der riecht halt extrem, aber gut. Ist wahrscheinlich so ein Kunststoffgemisch. Würde ich sagen, wir setzen es erstmal bündig an. Es schwimmt auch förmlich auf der Oberfläche. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Und zack. Jetzt sitzt das Ganze und quillt auch schon wieder raus. Oh Gott, das ist echt... Dafür braucht man Nerven. So. Gib auch gar nicht viel Druck an. So, die erste Ecke sitzt schon mal. So, alle guten Dinge sind vier. Jetzt fangen wir mit der anderen Seite an. Ich werde jetzt mal versuchen, jetzt hier einfach so von unten nach oben mit dem Finger aufzugeben. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ein Riesenpunkt jetzt hier entstanden ist. Das Ding ist halt, wenn es sichtbar nachher sein soll, die Kanten, und man zu viel Kleber aufträgt, dann quillt das Ganze raus und dann versaut das natürlich die Optik. Und dann hast du eine Fläche hier und eine Kante. Ja, und das zu polieren ist, dauert wieder Stunden. Natürlich dann so ein bisschen ärgerlich, aber Übung macht den Meister. Ne? Also vielleicht solltet ihr euch ein paar Platten mehr bestellen. Nicht so wie ich jetzt. Und immer darauf achten, dass die Hände trocken sind, sonst habt ihr Patscher drauf. Und mit Druckluft arbeiten, damit ihr keinen Staub oder sowas darauf setzt. So. Ich merke gerade, zack. Man sieht richtig, wie der Kleber zusammengedrückt wird. Zwei. Handschuhe aus und ja, ich werde gleich ordentlich lüften. Das Schöne ist halt, man sieht jetzt hier, wo der Kleber richtig platt gedrückt worden ist. Dann entsteht nämlich so eine Spiegelungskante. Hier an der Stirnkante nicht. Ist aber nicht so schlimm. Aber es ist alles, wie es ausschaut, im 90-Grad-Winkel. Das ist die Hauptsache. Wir lassen das Ganze jetzt trocknen. Wenn ihr jetzt eine UV-Lampe hättet, dann wäre das natürlich ideal. Die habe ich nämlich nicht. Ich lasse es aber jetzt mal zwei Tage trocknen und dann sehen wir uns wieder. Das ganze Becken ist jetzt komplett ausgehärtet, beziehungsweise der Kleber. Das merkt ihr daran, dass außen, ja, dass der Stein hart ist. Und man kann auch ganz gut erkennen, wie vollflächig er verklebt hat. Denn vielleicht könnt ihr es sehen an den Stellen, wo er verklebt ist, oder vollflächig kann man halt komplett durchgucken. Das ist halt total toll. Nachteil ist natürlich, wenn ihr jetzt rausquillt und du zu viel aufträgst, das Ganze hier, ja, sieht halt so aus, als ob das weggeplatzt ist. An diesem Punkt seht ihr beispielsweise, da ist so ein bisschen weißlich, transparent. Da ist der Kleber nicht hin. Das heißt, hier wäre zum Beispiel die Verbindung offen und Wasser könnte da herausdringen. Das haben wir überall so ein bisschen. Aber ansonsten bin ich recht zufrieden, wenn ich mir die Kanten so anschaue. Und wenn man überlegt, also der härtet ja mit UV-Licht aus innerhalb von 2-3 Stunden. Und dann hatte ich gestern nochmal nachgelesen gehabt, dass der aber auch, wenn du ihm Zeit gibst, ich glaube 5, 6, 7 oder einen Tag, dann härtet der komplett von alleine aus. Ne? Also mit dem UV-Licht beschleunigt ihr das Ganze. Ist natürlich, man braucht halt sehr, sehr viel Feingefühl. Und ich hätte vielleicht mir irgendwie, ja, weiß ich nicht, es ist halt eine Übungssache, ne? Aber ja, Übung macht den Meister. Natürlich gab es auch noch so ein, zwei Kommentare. Eigentlich wollte ich da gar nicht so drauf eingehen.
dass ich das nicht kann und ich soll die Finger davon lassen und so weiter und so fort. Aber ich bin eigentlich recht zufrieden mit diesem Becken. Und ja, ich kann euch einfach nur am Herzen legen, übt das Ganze vorweg. Nicht, dass ihr so ein Becken baut, lasst da Wasser rein und dann buff, bricht alles zusammen und dann sterben Fische dabei. Das wäre natürlich nicht so schön. Weil durch diese Silikonnaht, die hält das Acrylglas nicht zusammen, sondern das dichtet das Ganze nur ab. Ja, und dafür habe ich mir spezielles Aquaristik-Silikon besorgt. Ganz einfach. Das ist jetzt schadstoffarm bzw. frei, so dass auch die Fische, dass das Silikon auch nichts abgibt. Also ich bin da nicht so ein Spezialist drin, aber ich weiß, dass man darauf achten sollte. Und es gab halt auch viele Kommentare, dass ich die Finger davon lassen soll und bla bla bla, die Fische, und ich habe keine Ahnung. Ich habe schon Ahnung, ich habe ungefähr 20 Jahre lang ein Aquarium gehabt. Das hatte ich natürlich jetzt nicht erwähnt gehabt. So ist das nicht. Aber ich habe jetzt nicht die Ahnung von Teichfischen auch. Ne? Ich habe auch 15 Jahre lang geangelt. So ist das nicht. Aber trotzdem vom Aquariumbau hatte ich jetzt nicht so viel Ahnung, beziehungsweise ich habe mir mehr erhofft, dass ich im Internet mehr darüber lese, wie man sowas verklebt. Und leider sind die meisten Anleitungen nur in Englisch, beziehungsweise die plappern da, ich weiß nicht was, 20, 30 Minuten lang rum. Und das eigentliche Verkleben, ja, zeigen sie eine Minute und ja, hast nichts verstanden. Deswegen wollte ich das nochmal neu machen mit euch. Ihr kennt ja jetzt von Wolfcraft, habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wie man so solche Sachen verfugt. Natürlich gehört auch dort wieder viel Übung dazu. Es gibt solche schönen Abzieher hier, Fugenglätter nennt man die, glaube ich. Im Sanitärbereich und auch so auf der Baustelle, meine Erfahrung, so die letzten 20 Jahre, habe ich das schon ziemlich oft gemacht. Natürlich bin ich nicht perfekt drin, aber ich habe es schon sehr, sehr oft gemacht. Und wir machen jetzt hier eine schöne Fuge rein. Und zwar würde ich sagen, wir entscheiden uns jetzt hier für dieses Tool. Und die Fuge mache ich jetzt mal nicht so dick. Ja, oder doch, so dick. Das sieht immer, das Gesamtbild sieht dann immer so ein bisschen doof aus. Und wir haben auch hier keine Lücken oder sonst irgendwas. Wir könnten uns auch für das hier entscheiden. Ja. Jetzt nehme ich mal so ein bisschen, also ein bisschen Spüli mit, also Wasser mit Spüli gemischt. Ich habe mal ganz oft gelesen, das soll man nicht nehmen, das ist nicht gut. Ich nehme es jetzt mal, vielleicht wisst ihr da mehr oder was Besseres. Dann setze ich das Ganze an und ziehe das ab. Und ich werde jetzt nicht mit dem Finger beigehen und das glatt ziehen, weil ich möchte nicht die Naht versauen. Ich ziehe mir jetzt ein bisschen die Schutzfolie ab. Ihr könnt das sehen, vollflächig verklebt, und jetzt haben wir hier die Silikonnaht. Also ich bin recht zufrieden. So, meine Freunde, nach dem Versiegeln habe ich ein bisschen Wasser reingegeben, ungefähr die Hälfte, um mal zu testen, ob das Ganze dicht ist. Die Versiegelungsnähten sind wirklich top geworden, die untersten auch, und meistens läuft so ein Aquarium unten aus. Und das ganze Becken steht jetzt ungefähr 3-4 Tage, und ich mache jetzt mal einen Test. Sowas macht man normalerweise nicht mit so einem Aquarium, aber ich habe da keine Bedenken, dass das Becken irgendwie kaputt gehen sollte. Und deswegen geht es jetzt auch weiter mit dem Unterschrank. Das wird nämlich ein Tischaquarium, und wie ich das Ganze machen werde, das erfährst du im zweiten Video, und das findest du auch hier. Und ich würde sagen, bis gleich.